Wir beginnen mit der Lobpreisung Allahs und Frieden und Segen sein auf dem edelsten aller Geschöpfe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seiner Familie, seinen Freunden und all jenen, die ihnen Folge leisten bis zum Tage der Auferstehung. Heute möchten wir, Brüder, über die Zielsetzung im Leben sprechen, das Setzen von Zielen im Leben. Und dies ist eine Grundidee hinter dem Islam. Das heißt, der Islam zielt genau darauf ab, dass er den Menschen bestimmte Ideale im Leben gibt, bestimmte Zielsetzungen ihm vorgibt, die er im Leben sozusagen, dessen Zielen er gerecht werden muss im Leben. Diesen Idealen muss er im Leben nacheifern. Hauptziele, die uns der Islam gegeben hat, oder grobe Oberziele, die der Islam jedem Menschen und jedem Muslim gegeben hat, und jeder Muslim muss diesen Zielen nacheifern im Leben und diesen Zielen nachgehen im Leben, sind das Wohlgefallen Allahs, das Paradies zu erreichen, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. All dies sind grobe Ziele, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen gegeben hat. Und dementsprechend hat er natürlich auch Taten vorgeschrieben, mit denen der Mensch, und Unterziele vorgeschrieben, mit denen der Mensch diese hohen Ziele, diese Hauptziele erreichen kann. Und genauso verhält sich das mit dem Prinzip von Konzept und Maßnahmen. Es gibt ein Konzept, zum Beispiel hat der Staat Deutschland ein Energiekonzept, ja, dort möchte man die Treibhausgasemissionen senken, und er hat Maßnahmen verordnet in diesem Energiekonzept, wie er diesem Ziel näher kommt. Genauso verhält sich das im Projektmanagement. Es gibt Meilensteine. Wenn man ein Gebäude erbauen will, macht man zuerst das Fundament, später die Fassade. Man setzt sich Meilensteine und Unterziele. Diese Meilensteine sind Unterziele, mit denen man das Hauptziel erreicht, die Errichtung dieses und jenes Gebäudes. Auch Sportler, die größten Sportler, sie haben bestimmte Hauptziele und Oberziele, die sie erreichen wollen. Jeder Sportler hat dies. Ja? Aber er kann nicht von heute starten, von 0 auf 100. Er hat natürlich Unterziele, die er erreichen möchte. Wenn jemand auf 100 Meter die 9 Sekunden schaffen will, aber er gerade 11 Sekunden läuft, dann hat er nicht dieses Ideal vor sich, 9 Sekunden zu laufen, sondern er setzt sich Unterziele. Er möchte erstmal auf 10,5 kommen, auf 10, weiter, bis er dann bei seinem Ziel ankommt. Und dementsprechend, Brüder, ist es für den Muslim sehr, sehr wichtig, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns Ideale im Leben gegeben hat, Ziele gegeben hat, dass er diesen Zielen auch nacheifert. Es versteckt sich jedoch hier eine Gefahr, die dem Muslim im Leben auflauern kann. Weil er denkt, dass er ständig diesen Zielen nacheifert, oder er denkt, wir haben hier Ziele im Leben, wir leben für Allah, wir wollen das Paradies erreichen, wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala, kann es jedoch untergründig sein, dass er diesen Zielen gar nicht nacheifert. Ja? Ein Hafiz zum Beispiel, er wird nicht Hafiz, indem er einfach in den Tag hinein lebt und sagt, eines Tages werde ich inshallah den Koran ganz auswendig können und das was. Nein, er hat sich auch Unterziele gesetzt, wieso er so weit gekommen ist im Dien. Ja? Wieso er Hafiz wurde. Was hat er gemacht? Er hat erstmal die Regeln des Tajweed kennengelernt, er hat dann Just Amma auswendig gelernt und so weiter und so fort. Aber wer mit dem Ideal lebt, und das kennen wir alle, Brüder, ich werde Hafiz irgendwann, ich glaube, das denkt jeder Muslim vielleicht, oder das will jeder Muslim mal erreichen, ja? Der wird es nicht zwingend erreichen, weil er sich keine Zielsetzung im Leben gesetzt hat. Und auch die großen Sportler, sie haben den Weltrekord, den sie ansetzen wollen, aber sie haben Unterziele, ihre persönlichen Unterziele, die sie erreichen wollen, um eines Tages diesen Weltrekord zu knacken, um eines Tages ihrem Ziel, ihrem Hauptziel näher zu kommen. Und deswegen sagte Ephraim Lessing eine sehr, sehr schöne Aussage. Er sagte, der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, der langsamste Mensch, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder als jener ohne Ziel. Der langsamste Mensch, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, ist jedoch immer noch geschwinder, ist noch schneller an der Erreichung seines Zieles dran, als jener, der gar kein Ziel hat. Und hier verbirgt sich eine Gefahr, Brüder, dass wir Tag ein und Tag aus denken durch das Gebet und durch das Fasten und durch einige Taten, die wir tun. Ja, wir dienen ja Allah, wir machen ja bestimmte Dinge. In diesen Dingen ist eine Gefahr, weil wenn wir keine direkte Zielsetzung haben, keine Unterziele uns setzen, dann werden wir diese hohen Ideale niemals erreichen. Genauso ist es beim Wissen aneignen. Ja? Wenn wir Tag ein und Tag aus sagen, wir werden eines Tages, wir wollen Gelehrte werden oder sonst was, ja, dann müssen wir irgendwann anfangen, die arabische Sprache zu erlernen. Das ist ein Ziel, was man sich setzen muss. Und da gibt es Unterziele, die man setzen muss, dass man einen Unterricht besucht, dass man sich mit der Sprache auseinandersetzt oder sonst was, um dieses hohe Ideal zu erreichen. Aber wenn man Tag ein, Tag aus mit diesen groben Zielen lebt, ja, mit diesen groben Oberzielen, in Anführungsstrichen, wird man sie nie erreichen. Ja, man wird nämlich Tag ein, Tag aus mit diesen Zielen leben, aber man wird seinem Ziel nicht näher kommen. Man ist eigentlich wie jener, wie das Lessing sagte, der sein Ziel aus den Augen verloren hat. Und man geht nicht mal. Und hier gibt es ein schönes Beispiel von einem Menschen, was wir bringen, der auf einem Globus lebt. Dieser Mensch, er weiß nicht, was er machen soll. Wann kriegt sein Leben einen Sinn? Wann kriegt seine Sache einen Sinn? An dem Tag, wo man einfach eine Linie auf diesem Globus zeichnet. Am ersten Punkt schreiben wir Start und am Ende schreiben wir Ziel.
dann hat dieser Mensch einen Sinn, den er nacheifert. Nicht nur ein grobes Ziel, er setzt sich tagtäglich Unterziele. Um diesem Ziel näher zu kommen und den Globus zu umrunden, muss er jeden Tag ein paar Kilometer hinlegen, ein paar Kilometer gehen. Und er kann sich an diese Zielsetzung messen. Er kann sich an seinen Unterzielen, die er sich jetzt messen. Wenn er einen Tag 20 Kilometer gelaufen ist, dann weiß er, das war ein guter Tag. Ich bin meinem Ziel sehr nahe gekommen. Wenn er einen Tag 300 Meter gelaufen ist und keine Pause hingelegt hat, weiß er, ich bin meinem Ziel sehr nahe gekommen. Wenn er einen Tag geruht hat, weiß er, er hat heute nichts gemacht, das war ein schlechter Tag. Wenn er einen Tag zurückgegangen ist oder sonst was, weiß er, das war sogar ein Tag, der vergoldet war, der seine Zielsetzung nicht nur näher geführt hat, der sich entfernt hat, wo er sich von seiner Zielsetzung entfernt hat. Und diese Sichtweise müssen wir haben. Das heißt, der Muslim, er darf sich nicht auf grobe Ziele festlegen. Sonst werden wir Tag ein und Tag ausleben, 20, 30, 40 Jahre leben und am Ende, wir haben den Stand, den wir vor 20, 30 Jahren hatten. Weil grobe Oberziele reichen nicht, Brüder. Es gibt Unterziele, die sich ja jeder Mensch setzen muss und das gilt im Alles, nicht mal nur im Islam, in allen Aspekten, dass man sich Unterziele setzt, die einen zum Oberziel hinführen, auf individueller Ebene. Und hier möchte ich ein sehr, sehr schönes Beispiel geben aus der islamischen Geschichte, eines der bekanntesten historischen Figuren, der Islam überhaupt jemals hervorgebracht hat, Mohammed al-Fatih, auch besser bekannt eventuell als Sultan Fatih Mehmed, der Eroberer von Konstantinopel. Wir wissen alle, oder über jeden von uns ist bekannt, dass er Konstantinopel für den Islam eröffnet hat. Und heute, mashallah, wie viele Menschen durch ihn sozusagen Muslime geworden sind, durch diese Eroberung, die er vorangebracht hat. Wenn man jedoch diesen geschichtlichen Aspekt kennt, ohne es wirklich erörtert zu haben, wie er so weit kam, gehen einen große Lehren. Also hat man wirklich entgehen einen große Lehren. Und aus seiner Geschichte kann man wirklich diesen Aspekt der Zielsetzung im Leben sehr, sehr gut darstellen. Er war ein junger Mann, er war 12 Jahre und mit 12 Jahren setzte er sich schon das Ziel, Konstantinopel für den Islam zu eröffnen, Konstantinopel für den Islam zu erobern. Warum? Beruhend auf einer Aussage des Gesandten Allahs, alayhi salatu wassalam, in der er sagte, und die auch sehr bekannt ist, ihr werdet Konstantinopel erobern, heutiges Istanbul, ihr werdet Konstantinopel erobern. Der Kommandant dieser Armee, er wird der Beste sein und seine Armee wird die beste Armee sein. Dieses Ziel hat er, dieses Unterziel in Anführungsstrichen, ja, was ein großes Ziel natürlich ist, hat er sich gesetzt und seit dem Alter von 12 Jahren hat er gesagt, ich möchte dieser Mann sein. Und er war nicht der Erste in der islamischen Geschichte. Schon viele Kommandanten vorhin haben immer gesagt, wir wollen diesem Hadith gerecht werden, wir wollen dieser beste Mann sein, wir wollen der Eröffner von Konstantinopel sein. Und somit ist er auch in die islamische Geschichte eingegangen, als dieser Mann. Er hat sich dieses Ziel gesetzt. Was hat er gemacht? Hat er sich auf diesem Ziel ausgeruht oder hat er gesagt, inshallah, eines Tages, ich werde schon irgendwie es schaffen und werde Konstantinopel erobern? Nein, er hat sich Unterziele gesetzt. Er hat sich mit Ingenieuren zusammengesetzt, ist sehr, sehr bekannt. Mit den besten Ingenieuren der damaligen Zeit hat eine Maschine entwickelt, beziehungsweise eine große Kanone, mit der er die Wände sozusagen der Stadt aufbrechen konnte. Hat ein Heer sich angesammelt, etc. Und hat sich dieses Ziel gesetzt. Aus welchem Grund hat er das getan? Weil er weiß, wenn Allahs Gesandter, alayhi salatu wassalam, in einem Hadith sagt, dass der beste Mann jener sein wird, der Konstantinopel eröffnen wird für den Islam, dann weiß er, diese Aussage, sie führt ihn zum Oberziel, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Na, natürlich, wenn der Gesandte Allah sagt, das ist der beste Mann, dann erfüllt man ganz klar sein Oberziel damit, beziehungsweise kommt es sehr stark nahe, das Paradies zu erreichen. Ja? Und deswegen wollten jene islamischen Eroberer schon immer Konstantinopel erobern. Und er hat diese Vorbereitung gesetzt. Mit 12 Jahren hat er sich das Ziel gesetzt. Mit 16, 17 hat er die Pläne, wie man sagt, wird überliefert, hat er Pläne sozusagen sich ausgedacht, wie er daran geht. Und mit 23 Jahren hat er Konstantinopel dann für den Islam eröffnet. Und so kam er seinem Ziel näher. Und als er das erreicht hat, hat er dann aufgehört und er sagt, okay Jungs, jetzt, der Gesandte Allahs hat mich bestätigt. Er hat gesagt, ich bin der beste Mann, meine Armee ist die beste, jetzt, ich habe Gender sicher. Lass uns nach Hause gehen und wir können uns jetzt auf unseren Lorbeeren ausruhen. Nein, als er das getan hat, hat er sich das nächste Unterziel gesetzt. Er wollte für den Islam ganz Europa öffnen. Er ist dann jedoch bei seinen Vorbereitungen für diese kommenden Schlachten verstorben. Möge Allah von seiner Seele gnädig sein. Amin. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, Brüder, dass er nicht Tag ein, Tag aus mit einer Illusion gelebt hat, mit eines Tages, ich werde dieser und jener sein, oder ich diene Allah, ich bete, ich faste ein bisschen. Nein, er hat wirklich sich Unterziele gesetzt, an der Erreichung dieser Zielsetzung hat er sich herangesetzt, tagtäglich. Mit 12 Jahren hat er diese Idee im Kopf gehabt, mit 16, 17 hat er seine Pläne weiter ausgeheckt, bis er dieses Ziel erreicht hatte. Und das hat ihn dazu geführt, dass er dann auch eines Tages dieser Mann wurde. Und das sehen wir bei allen großen Persönlichkeiten, Brüder, im und außerhalb des Islams. Bei Imam Tabari sagt man zum Beispiel, dass er jahrelang damit verbracht hat, 40 Seiten am Tag zu schreiben. Das werden heute übertragen, 2 Juz. Wer liest schon heute 2 Juz vom Koran täglich?
Man sagt, er hat 40 Seiten geschrieben und eine Seite zu schreiben, im Gegensatz zu einer Seite zu lesen, das ist ein gewaltiger Unterschied, den wir alle kennen. Warum hat er das gemacht? Weil er sich Tag ein Tag ausgesagt hat, eines Tages, ich werde ein großer Gelehrter werden, weil das ist gut, die Ulama, das sind jene, die fürchten Allah am meisten. Das ist eine grobe Idee. Nein, er hat sich Unterziele gesetzt, wie er daran kam. Und hier ist wirklich wichtig, Bruder, eine Nasir, die wir inshallah alle bedenken müssen, dass wir wirklich nicht Tag ein, Tag aus mit diesen groben Idealen leben, sondern dass wir anfangen, Bruder, in allen Aspekten des Lebens uns Ziele zu setzen, Unterziele zu setzen, an deren Erarbeitung wir tagtäglich arbeiten. Sonst werden wir eines Tages wie jener enden, der einfach mit diesen Zielen gelebt hat, am Ende des Tages nichts erreicht hat und einfach sich auf diese Illusion ausgeruht hat, irgendwie kam ich an meinem Ziel nahe, ich habe Allah gedient, ich habe ein bisschen hier was gemacht, ein bisschen da was gemacht. Und deswegen, Brüder, an jedem von uns eine Nasir, diese Ziele sich zu setzen im Leben und darauf aufzubauen. Möge Allah von uns diese Ziele geben und mögen wir ihnen auch gerecht werden. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.